Herzlich willkommen zu Ihrer SAK-TV-Reportage. Heute dreht sich bei uns alles um die Installation der SYR-Komponenten Lex Plus, Safety Connect und des Drofi Plus DFR. Die wurde in einem Einfamilienhaus realisiert. Welche Vorteile das SYR-System bietet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Nach Entfernung der Altinstallation ist es jetzt soweit, dass wir mit der Abwassersystemleitung anfangen können. Hierauf haben wir auch direkt geachtet, dass der Ablauf nach EN 1717 um die Spülwasserschläuche der Ionentauscheranlage anzuschließen, ordnungsgemäß in einer Höhe installiert wurde, wo auch der freie Ablauf gewährleistet ist. Wichtig ist auch, dass bei einer Kleinheberanlage diese für Solewasser geeignet ist und vom Hersteller freigegeben wurde. Nun folgt die Montage der Lex Plus, des Safeties und des Drofi Plus DFR. Die O-Ringe werden in den Sandwich-Flansch eingelegt und an den Universalflansch installiert. Zur Montageerleichterung befestigen wir in diesem Falle direkt den Safety Connect mit dem Drofi. Nun montieren wir diese Einheit auf den Sandwich-Flansch. Jetzt erfolgt die Montage der hochflexiblen, verwindungssicheren und steckbaren Anschlussschläuche. Die Ionentauscherflasche und der Steuerkopf werden positioniert und mittels der Anschlussschläuche ausgerichtet und festgesteckt. Der Spülwasseranschluss und der Sicherheitsüberlauf der Lex Plus werden mittels des Ablauftrichters an das Abwassersystem angeschlossen. Das Kabinett, in dem der Salzbehälter integriert ist, wird positioniert. Nun folgt die Spannungsversorgung an das Magnetventil. Hier wird ebenfalls die Soleleitung vollständig angesteckt. Danach folgt die Verbindung mit der Gerätehaube. Hier werden die Gerätekabel mit den Plugsteckern A und B, das Netzwerkkabel und die Spannungsversorgung angeschlossen. Der Deckel wird auf das Kabinett aufgesetzt. Nach dem Verbinden der Spannungsversorgung startet das Touchdisplay mit dem Homebildschirm. Um den Lex Plus in Betrieb zu nehmen, starten Sie nun aus dem Display heraus das Inbetriebnahmemenü. Bestätigen Sie dieses mit Ja. Das Gerät startet nun automatisch die Entlüftungs- und Spülphase. Sie werden aufgefordert, Regeneriersalz in den Behälter zu geben. Danach bestätigen Sie die eingefüllte Menge von maximal 25 Kilo im Display. Die Weichwasserwunschausgangshärte wird mit einem 6 mm Inbusschlüssel eingestellt. Sie erkennen den Wunschwert nach einigen Sekunden im Display. Das Inbetriebnahmemenü führt Sie weiter durch die Abfolge, in der Sie die Auswahl der Punkte bestätigen. Am Safety Connect werden zur Inbetriebnahme die vier Batterien aus dem Lieferumfang in das dafür vorgesehene Fach eingelegt. Auch das Netzteil zur Spannungsversorgung ist für die spätere SYR Connect-Funktion notwendig. Zur Bedienung über das Internet und der App wird das LAN-Kabel entsprechend an Safety und einem Router oder Switch verbunden. Zur Überwachung der Aufstellfläche beider Geräte wird noch zusätzlich der beiliegende Bodensensor zur Feuchtigkeitserkennung entsprechend montiert.
Die Weichwasseranlage Lex Plus S, der Safety und der Drufi DFR sind nun betriebsbereit. Durch die einzigartige Armaturenkombination ist es nun möglich, alle drei wichtigen Produkte des Hausanschlusses, Filtration, Weichwasseranlage und Leckageschutz auf kleinstem Raum zu installieren. Auch das Nachrüsten der Syr Rückspülautomatik 2316 ist zu jeder Zeit ohne Werkzeug möglich. Durch die LAN-Anschlüsse der beiden Geräte sind diese nun ans Netzwerk angeschlossen. Soweit Ihre SAK-TV-Reportage für heute. Morgen gibt es hier wie gewohnt Ihren Markt. Ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.